Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Kanal, der Danny spielt das. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich das auch bei dem Kollegen Felix der Weise immer mal wieder gesehen habe, der Bus-Simulator 21 Next Stop ist anscheinend doch sehr beliebt. Und ich habe mir gedacht, ich starte das Projekt einfach mal, insbesondere weil ja auch jetzt bald der Tram-Simulation veröffentlicht wird, beziehungsweise Feature, beziehungsweise das DLC, dass man auch die Tram fahren kann. Und zwar soll das Ganze am 14. November veröffentlicht werden. Wie gesagt, das sind ja ab heute nur noch 10 Tage und ich habe mir gedacht, da man dafür ja den Bus-Simulator besitzen soll, muss, habe ich mir gedacht, ich fange jetzt mal mit dem neuen Projekt an, machen hier einfach mal die Musik runter, weil das wäre doch ganz schön. So, das andere kann, glaube ich, alles so bleiben. Genau, lassen wir das einfach mal so. Grafikeinstellung weiß ich nicht. Ich glaube, das lasse ich einfach mal so. Das passt, glaube ich, alles soweit. Das machen wir. Da habe ich eh keinen Plan von. Das lassen wir erstmal so. Das kann man immer noch ändern. So, allgemeine Einstellung. Deutsch, das vereinfacht genau aktiviert. Das lassen wir auch so. Bargeld, Server, bla 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 bla. Genau. Controller, das machen wir, lassen wir genau. Dann gehen wir auf Fahren und Lenkung. Fahren beschleunigen, vereinfacht. Realistisch vereinfacht. Weil, wie gesagt, ich muss das Spiel ja auch erstmal kennenlernen. Ich kann das hinterher immer noch ändern. Maus, Kurven an sich, Gangschaltung automatisch, genau. Das lassen wir auch erstmal so. Ja, da würde ich sagen. Genau, sind wir erstmal soweit. Würde ich das Spiel erstmal überhaupt erstmal anfangen? Steuerung, allgemeine Steuerung, hoch unterschauen. Genau, ich spiele ja immer mit dem Controller. Das wisst ihr, glaube ich, inzwischen schon. Ja, LT, genau. RT ist Beschleunigung, Bremse ist LT. Das ist ja im Prinzip wie beim CSW. Fahrzeugfunktionen. Tür öffnen 1. Das muss ich mir eh wahrscheinlich noch alles aufschreiben. Alle Türen öffnen, schließen X. Okay. Kann man das irgendwie setzen hier? Möchtest du schon wirklich zurücksetzen? Ach so. Dann lassen wir das einfach mal. Genau. So. Dann würde ich sagen, Lenkrad haben wir nicht. Also können wir neues Spiel starten. Ich habe mir auch gleichzeitig den Season Pass dabei geholt, wie ihr vielleicht seht. Kann ich euch beweisen. Da steht es, befindet sich bereits in ihrer Bibliothek. Damit haben wir nämlich auch gleich den Basco-Bus und den Schulbus und so weiter, den es ja mittlerweile schon gibt, auch alles dabei. Ich würde sagen, wir beginnen mit Basco-Buspack. Müssen wir ja mittlerweile eigentlich auch haben. Ja, den haben wir auch, Basco, ihr seht es, den haben wir. Der ist ja wie gesagt mit dem Season Pass auch dabei und den Thomas Bild Bus, Schulbus, müssen wir auch in Bibliothek haben. Auch das ist der Fall, wunderbar. Gut, dann haben wir das, dann können wir ein neues Spiel starten. Wir nehmen... Achso, Seaside Valley, das ist Europa, das müssen wir wahrscheinlich noch freispielen, so wie es hier aussieht. Spielen zum Entspannen, vereinfachtes Fahren, alle praktischen Funktionen sind aktiviert. Das authentische Spielerlebnis, realistisches Fahren mit einigen praktischen Funktionen. Beauftragte, erweitere dein Streckennetz, vereinfachtes Fahren auf realistische Funktionen beschränkt oder Hardcore. Ne, wir bleiben als Beauftragte, würde ich erstmal sagen. Name des Unternehmens, ja, das sieht sich, glaube ich, von selbst.
So, Spielmodus Story, ja, das macht Sinn. Tutorial nehmen wir an, weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal und da macht das, glaube ich, schon Sinn. Story beauftragt mit Tutorial starten. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, dass du die Bushaltestelle verlassen möchtest, Blinker nutzen, das macht Sinn. Wir starten mit dem Bussimulator 21, Next Stop. Mein neues Projekt auf meinem Kanal. Erste Folge. Und schauen einfach mal, wie das so wird. Ich habe schon einige Folgen bei Felix gesehen. Es hat mich immer sehr interessiert. Und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir uns erstmal einen Bus kaufen oder so. Ich weiß es nicht, wie das jetzt vonstatten geht. Wie gesagt, ich habe auch nicht von Anfang geschaut bei Felix. Von daher kann ich das jetzt noch nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hat es eine relativ lange Ladedauer. Fällt mir gerade mal so auf. Aber das ist nur meine persönliches oder meine persönliche Meinung. Ich hatte ja letztens in der Community gepostet, beziehungsweise eine Umfrage gestartet, ob es auch neue Projekte geben soll auf meinem Kanal. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das einfach mal. Welcome Angels! back, everybody. What a fantastic morning. Now, don't touch that radio. I have some great news to announce. Today, a new company will take over public transport. Soon, we will see buses roaming our city day and night. This will make it easier to take in all the beauty Angel Shores has to offer. Are you looking for the best food in town? Check out the fantastic restaurants in Oakwood. In the evening, you can head over to West Oakwood and enjoy some sprawling nightlife. That's what I call an Oakwood double combi night, food and party. Want to spend a nice day out in nature? Just head over to Gold Island for a hike or have a relaxed day at Silver Park. It's the perfect spot to grab a good book and enjoy the silence. For a family day trip, head over to Arnold Park. There are rumors about sea lions living in the waterfront. I've got to see that for myself. Also, if you're into seafood, you won't be disappointed. Talking about the sea, not a single cloud to be had in the coming weeks. So don't forget to check out the amazing beach of Sea View. Or if you'd rather spend the hot days on a shopping trip, head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely excited to take the bus home today. But enough talk for now. Let's get to it. Ja, da gibt es einiges zu erleben in dieser Stadt. Das kann man mal so Hey, festhalten. hier drüben. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Schoolbus. Mehrere Missionen, Routen und Fahrgäste erwarten dich. Du kannst loslegen, indem du auf das Schulsymbol auf dem Kartenbildschirm klickst, sobald du in der Geschichte weit genug fortgeschritten bist. Ja, gut, das war mir klar. Im Journal für Quests findest du weitere Details dazu. Ob ich jetzt eine Frau habe, weiß ich auch nicht so genau. Ich wollte eigentlich einen Mann haben. Aber ja, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht mehr ändern, oder? Na egal. Nehmen wir mal die Frau, ist ja auch nicht schlecht. Hallo, ich bin Mira. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin hier, um dir beim Aufbau deines Busunternehmens zu helfen. Ich freue mich sehr darauf, das Projekt in Angriff zu nehmen. Also gut, eins nach dem anderen. Als Busunternehmer brauchen wir einen Bus. Und das Tolle daran ist, du darfst ihn aussuchen. Sieh dir die drei Busse an. Das machen wir doch glatt. Welchen nehmen wir denn mal? Gucken wir mal bei Mercedes-Benz. Citaroka, Sitzplätze 26, 60 Stehplätze, Länge Keine 10 leichte Meter. Entscheidung, was? Lass dir Zeit. Ja, dann quatsch ich mich noch nicht dazwischen. Länge 10,63 Meter, 2,55 Meter breit, 3,12 Meter hoch, 19 Tonnen, 17,28 Meter Wendekreis, Kraftstoff, Motorleistung 220 kW, Motor und Drehmoment gut, Achsen 2. Das ist der MAN Lion City 29, der hat schon mal weniger Platz. Und weniger KW, oder? Das ist schon mal ein Kritikpunkt. Das ist ein Setra, der hat auch weniger Platz, hat genau die gleiche Motorleistung, aber wir nehmen den, weil er mehr Platz hat. So. Ah. Oh, tolle Wahl. Und jetzt kommt der beste Part. Setz dich ans Steuer.
Das Gefühl eines fabrikneuen Busses. Sitzt du bequem? Dann starte den Motor. Ja, habe ich das jetzt? Klingt das nicht wunderbar? Ich liebe dieses Geräusch. Vergiss nicht, die Lichter anzumachen. Beleuchtung ändern auf L. Okay. Wie gesagt, ich muss das hier alles noch hinlernen. Innenraumbeleuchtung. Du musst natürlich die Feststellbremse lösen. Die Feststellbremse. Mit P, okay. Mach dich erst ein wenig mit dem Bus vertraut. Fahre so lange um das Gebäude, bis du dich sicher fühlst. Okay. Ja, ich denke, da brauche ich nicht lange fahren. Lenken und Gas geben sollte hinhauen. Das ist Bremse, alles klar. Dann können wir da eigentlich gleich das Gelände verlassen. Ich glaube, der Felix spielt mit Tastatur, soweit ich das weiß. Ich spiele mit Gamepad, also muss ja jeder selber wissen. Du willst also dieses Modell, richtig? Ja. Großartig. Dann schließen wir den Kap. Dieser Bus ist der Ausgangspunkt fürs neue öffentliche Verkehrsnetz von Angel Shores. Auf zur Jungfernfahrt. Das Navigationsgerät zeigt dir den Weg zur ersten Haltestelle. So, wir sollen, glaube ich, links, soweit ich das weiß. Lass mich jetzt mal eine durch. Wir fahren einfach mal. Hey, Vorsicht! Was rennt die da los? So, F1 war das, ne? Genau. So war das, ja. So, wir müssen geradeaus. Ist das ein Blitzer? Sieht fast so aus, ne? Wir fahren einfach, aber das habe ich bei Felix schon gesehen, dass das hier mit dem Kamin natürlich so eine Sache ist. So. Da ist unsere erste Haltestelle. Wir nehmen unsere ersten. Siehst du die Markierungen? Sie zeigen dir die perfekte Halteposition an. Oh, und denke an den Blinker. Unsere ersten Fahrgäste. Jetzt kannst du die Türen öffnen. Willkommen auf unserer Jungfernfahrt. Toll. Ich war noch nie bei einer Jungfernfahrt dabei. Siehst du? Die Fahrgäste sind fast so begeistert wie ich. Stelle sicher, dass alle Fahrgäste eingestiegen sind. Schließe dann die Türen und los geht's. Sag den Fahrgästen, dass du die Haltestelle jetzt verlässt. Gut. Haltestellen kannst du jetzt. Nun kommt unser Fahrplan ins Spiel. Die Uhr zeigt dir, wann du die nächste Haltestelle erreicht haben musst. Ein zuverlässiges Busunternehmen ist immer pünktlich. Ah ja. Ein kleiner. Du hast doch gelitten, ich habe Vorfahrt. Ja, fahr mir in die Karre. Ich weiß nicht, ist mein erster frischer neuer Bus, aber fahr mir ruhig in die Karre.
Wow, auf unserer ersten Fahrt sind viele Fahrgäste dabei. Es sind mehr Leute da, als ich eingeladen habe. Es scheint sich herumgesprochen zu haben. Ist das nicht großartig? Oh, ein Fahrgast blockiert die Tür. Anfangs kannte ich die Rechts bei Rot-Regel gar nicht. Also nur zur Sicherheit. An einer Kreuzung kannst du immer nach rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot ist. In manchen Bundesstaaten ist das schon seit 50 Jahren so. Erstaunlich, wa? So, hier rum. Hey, da. Falsch, da ist die nächste Haltestelle. Für die nächste Haltestelle habe ich einen Freund im Rollstuhl gebeten, uns zu begleiten. So können wir die Rampe ausprobieren. Fahre die Rampe aus, damit Ash einsteigen kann. Okay. Mal schauen hier. Geschwindigkeitskontrolle. Türfunktion. Ja, ich sehe Rampe. Mit G. Jetzt eingestiegen? Nee, warum nicht? Hallo Mira, toller Bo- Hallo Ash, schön dich zu sehen. Danke, dass du heute dabei bist. Ein öffentliches Verkehrsnetz in unserer Stadt wird mir das Leben einfacher machen. Das freut mich zu hören. Genieß so. Die Fahrt. Die Rampe ist eingefahren. Ich bin für dieses Projekt extra hierher gezogen. Audrey und mir gefällt es hier wirklich gut, besonders die Strandpromenade. So. Achso, die Festbestellung haben wir noch. Nächster Halt, City Hall 9. Hab doch links geblinkt, oder bin. Hab ich doch! So, sind wir jetzt so, dass wir hier warten, bis die Ampel grün ist, oder fahren wir einfach weiter? Die sollen in 3 Minuten da sein. Wird zu heiß. Ja, ey. Ja, ist klar. Busfahrer verkaufst du auch Fahrkarten. Lass uns das an der nächsten Haltestelle ausprobieren. City Hall 9. Perfekte Halteposition, perfektes Timing, sehr schön. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Hey Jackie, wie geht es dir? Hallo Mira, gut. Danke, dass du mich eingeladen hast. Dann frage ich mich, Blinker, wenn du dich einer Haltestelle. Gewünscht normale Fahrkarte. An einer Jungfernfahrt teilzunehmen ist echt spannend. Tageskarte. Du hilfst uns bei unseren ersten Schritten. Ich danke dir. 3,80 Euro. Restgeld 3,80 Euro. Das machen wir. Hast du verlassen? LCTL. Prima, alles läuft nach Plan. Die nächste Haltestelle ist auch schon die letzte. Ey, sag mal! Ja, Oma, lauf bloß nicht zu schnell. Alter Schwede, ey. Hab ich doch, sag mal. Ich hab doch geblinkt.
Das ist unsere letzte Haltestelle für heute. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind. Bis hoffentlich bald. Ash benötigt die Rampe zum Aussteigen. Ach. Hatte die es offen jetzt? Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss, Ash. War schön, dich zu sehen. Ist die jetzt eingefahren? Nee. Das war eine tolle Jungfernfahrt. Ah, okay. Alle Fahrgäste sind ausgestiegen und der offizielle Teil der Jungfernfahrt ist damit beendet. Du hast dich gut geschlagen. Fahre den Bus zum Depot zurück. Dort bleibt er stehen. Und du kannst dir einen Kaffee holen. Ja, sehr schön. So, das war dann unsere erste Jungfernfahrt. Ich hoffe, fürs erste Mal war das nicht allzu schlecht. Ich versuche dann noch besser zu werden. So, hier sind schon die ganzen Gleise für die Tram, die man ja bald fahren kann. Ab dem 14. November soll das Ganze veröffentlicht werden. Stehen. Sag mal, seid ihr alle irgendwie... Ey, was ist das denn? Fahre langsam zu einer der Türen. Welcher Tür denn? Ach, halt die Barre. Wo ist hier... Wo ist denn das Depot? Sorry, ich sehe gerade das Depot nicht. Hä? Seht ihr das Depot? Da, sorry, boah. Parke jetzt den Bus und fertig. Super. So, das war dann unsere erste Fahrt. So, Feststellbremse. Zehner intact mit dem Cockpit. Achso, wir sollen alle Lichter ausmachen, ist klar.
Die Zündung. So. Mach noch einmal. Nein. Okay, sag mal. Open the front door. Nummer 1. Mein Team und ich werden dir helfen, ein fantastisches Streckennetz aufzubauen, das ganz Angel Shores verbindet. Exit the cottage. Was für ein schöner Bus. Oh, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich bin Steve, Leiter des Busdepots. Sobald sie geparkt sind, kümmern ich und mein Team uns um deine Busse. Du kannst Steve das Einparken überlassen. Das war ein guter erster Tag. Bis morgen. Ja, so endet unser erster Tag im Bussimulator 21. Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Ja, wir werden jetzt aber erstmal gucken, dass wir das irgendwie gespeichert kriegen, ja? Haben wir das überhaupt? Ich denke schon, oder? Weil das war nämlich unsere erste Folge mit dem Bussimulator 21. Genau, wenn wir jetzt weitergehen würden, würde, glaube ich, die Mission genau da starten. Schauen wir doch gerade mal. Aber das müsste ja eigentlich so funktionieren, so kenne ich das. Dann haben wir nämlich schon mal unsere Jungfernfahrt beendet und würden dann im nächsten Video mit der ersten Hauptmission starten. Dauert immer ein bisschen in dieses ganze Gelade, aber das genau. Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Genau. Was wäre jetzt? Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Ja, das war halt die erste Folge Bussimulator 21 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters. Wenn ihr gespannt seid und mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde entsprechende Aufrufe mehr Folgen zeigen und mir macht das Spiel Spaß. Ich bin froh, ich bin echt gespannt, das kennenzulernen, wie sich das Ganze entwickelt mit den Routenplan und so weiter und so fort. Unser eigenes Unternehmen und. Ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut, bis dahin. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye. Bye.